In diesem Einführungsvideo geht es um die Nutzung von Beobachtungslisten zum Folgen verschiedener Diskussionen und neuer Bearbeitungen von Wikipedia-Artikeln. Jedes Benutzerkonto hat eine Beobachtungsliste, die ein Werkzeug zum Verfolgen der neuesten Änderungen auf einer Wikipedia-Seite ist, für die du dich interessierst. Die meisten Wikipedianer und Wikipedianerinnen checken ihre Beobachtungslisten täglich oder sogar häufiger, wenn schnelle Diskussionen laufen. Die Beobachtungsliste zeigt, welche Seiten und Diskussionen aktiv waren und listet die Zusammenfassung der Änderungen auf, die Editierende hinterlassen haben. Sie gibt dir so eine schnelle Übersicht darüber, was geschehen ist. Für viele Editierende ist die Beobachtungsliste das Herz der Wikipedia. Auf meiner Beobachtungsliste kannst du sehen, dass jemand einen der Artikel, die ich beobachte, bearbeitet hat. Um eine neue Seite auf deine Beobachtungsliste zu setzen, klicke auf den Sternchenreiter neben der Suchleiste. Du kannst einen Artikel wieder entfernen, indem du noch einmal draufklickst. Ein Artikel auf deine Beobachtungsliste zu setzen, fügt automatisch auch die zugehörige Diskussionsseite hinzu und andersherum. Auf deiner Beobachtungsliste erscheint immer nur die letzte Änderung an einem Artikel und sie verfolgt nur die Änderung der letzten 3 Tage. Du kannst die Einstellung deiner Liste ändern, indem du deine Einstellungen auf Präferenzen und dann Beobachtungsliste gehst. Für neue kann es hilfreich sein, die Anzahl der angezeigten Tage zu erhöhen und die erweiterten Optionen zuzulassen. Alle und nicht nur die aktualisierten Änderungen in der Beobachtungsliste anzeigen und selbst geänderte Seiten und Dateien automatisch beobachten. Klicke Speichern, um die neuen Optionen zu aktivieren. Das macht es in Zukunft einfacher, den Überblick über die Seiten, die du bearbeitest, zu behalten. Wenn du dann über die Zeit mehr Seiten bearbeitest und deine Liste wächst, kann es sinnvoll sein, die Einstellungen wieder anzupassen. Einige wichtige Arten von Seiten, die du vielleicht in deine Beobachtungsliste aufnehmen willst, könnten folgende sein: Artikel, zu denen du beigetragen hast, die Diskussionsseiten von Leuten, die du kontaktiert hast, falls sie auf ihrer eigenen Diskussionsseite antworten sollten, statt auf deine. Und alle Projektseiten, mit denen du zu tun hast, wie Wikiprojects. Wenn du noch mehr über Beobachtungslisten wissen möchtest, geh zur Seite Hilfe:Beobachtungslisten. Viel Spaß beim Editieren!